Bitte schön. Wajakum. Darf man Dinge kaufen, wenn man sie auf Raten bezahlt, wenn am Ende der Preis höher ist? Mhm. Darf man Dinge kaufen, wie zum Beispiel Autos, technische Geräte, anderes, in Raten bezahlen, wenn die Raten, die man bezahlt, zum Schluss höher sind als der Kaufpreis? Die Sache ist so, dass wir eine Sache verstehen müssen. Wenn ein Geschäft zwischen einem Kunden und dem Verkäufer stattfindet, wir reden jetzt nicht, dass wer dazwischen ist, eine Bank. Ich gebe ein Beispiel. Mohammed ist immer froh, wenn ich ihn dran nehme. Mohammed geht zum Autohaus und er will sich einen neuen BMW 7er Cabriolet kaufen. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es nicht mehr? Verzeiht mir, aber ich bin nicht so auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Und dieser Wagen kostet 10.000 Euro. Mohammed sagt jetzt Parayok. Er hat kein Geld. Dann sagt ihm der Verkäufer, du kannst den Wagen kaufen, aber du zahlst ihn in Raten ab und du bezahlst jeden Monat 1.000 Euro. Das heißt, 12.000 Euro hat er bezahlt. Wie viel hat der Wagen ursprünglich gekostet? 10.000 Euro. Die Frage ist, sind diese 2.000 Euro Differenz jetzt Riba oder nicht? Ein paar wenige Gelehrte sagen, das ist Zinsen. Und das ist keine starke Ansicht. Und alle vier Madhahib, alle vier Rechtsschulen von Imam Abu Hanifa über Imam Malik, Imam Shafi und Imam Ahmad ibn Hanbal, Rahmatullah alayhim ajma'in, sagen, dieses ist erlaubt. Mit welchem Hadith? Es gibt ein Hadith von Aisha radiallahu anha bei Al-Bukhari und Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Essen gekauft hat bei einem Juden. Aber er konnte den Preis nicht bezahlen. Was hat er ihm dann gegeben? Ein Dirr. Was ist ein Dirr? Das ist so wie ein Schutzschild, was man beim Krieg benutzt. Okay? Ein Dirr. Das war, was Ali ibn Abi Talib radiallahu an Fatima als Mahr, als Brautgabe gegeben hat. Die Frau, die Führerin im Paradies sein wird, Fatima, Bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat als Brautgabe was bekommen? Ein Schutzschild. Geh mal heute zu deiner Frau und gib ihr ein Schutzschild. Was macht sie damit? Du wirst die Abdruckform von deinem Kopf da drin wiederfinden, richtig? Was hat sie als Mahr bekommen? Ein Schutzschild. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemacht? Er hat ihnen ein Schutzschild gegeben und konnte das Essen mitnehmen. Von hier haben die Gelehrten gesagt, dass es erlaubt ist, verspätet eine Zahlung zu tätigen. Es gibt allerdings auch, ehrlicherweise, keinen einzigen klaren Beweis, dass man den Preis höher setzen kann. Aber die Gelehrten, Wallahu ta'ala ala wa alam, und absoluten Jumhur al-Ulama sagen, dass es erlaubt, dass wenn der zum Schluss Ratenpreis, den man bezahlt hat, Monat für Monat, auch wenn er höher ist als der was Kaufpreis, dann ist das erlaubt, bi'idhnillah ta'ala, das zu kaufen. Ich habe davon geredet, nicht, dass man mich falsch versteht, weil ihr wisst, es gibt Leute, die wollen alles so verstehen, wie sie wollen. Zwischen wem läuft das Geschäft? Zwischen Käufer und Verkäufer, das war's. Das heißt, wer ist nicht dazwischen? Keine dritte Person. Mafhum? So kannst du dein Auto kaufen zum Beispiel oder von mir aus deine Waschmaschine oder von mir aus deinen Eierkocher, was auch immer du willst. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitteschön.